Das ist Judy Hopps der Hase. Entwerfen wir nun einen neuen Look für sie. Zeichne lilane Augen. Füge Pupillen und weiße Punkte hinzu. Ihre überraschten Augenbrauen sind so süß. Benutze statt Lippenstift Kreide. Wir können eine Basis für eine Perücke aus einem getrockneten Feuchttuch und etwas Mehrzweckkleber herstellen. Satin-Haarverlängerungen werden zu neuen Haaren. Löse die Fäden und klebe sie drauf. Sweet! Zwei hohe Pferdeschwänze mit Karottenhaargummi sind Judys bekannte Frisur. Aha. Entwerfe eine Polizeiuniform aus blauem Sportstoff. Eine Hose aus blauem Sportstoff vervollständigt den Look. Füge Hosenbeine hinzu und fertig sind sie. Eine kugelsichere Weste aus Kunstfedern hat ihr Leben mehrmals gerettet. Auf ihrer Brust befindet sich ein glänzendes Polizeizeichen. Füge einen Gürtel mit einer dekorativen Schnalle und Ringen hinzu. Armschoner und einen Pistolenhalfter am Gürtel. Bequeme Stiefel helfen ihr dabei, sogar noch schneller zu rennen. Judy Hopps ist eine neue Mitarbeiterin, aber sie ist sehr ernst. Dieser Hase patrouilliert durch die Stadt. Die Besucher des Cafés sind zu laut. Sie sind so unhöflich. Come on. Und sie verstreuen sogar Abfälle. Ich muss das klären. Was stimmt mit euch nicht? Räume hinter dir auf. Die Leute schämen sich und sie haben sofort ihren Fehler behoben. I'm sorry. Diese Oma hat Angst, die Straße zu überqueren. Nicht alle Fahrer bleiben an einem Zebrastreifen stehen. Judy hilft der Oma. Es ist nicht gruselig, wenn ich dabei bin. Der legendäre Fuchs Nick Wilde bekommt seinen Look zurück. Zeichne seine Augen. Wow, sie sind so ausdrucksvoll. Und diese Augenbrauen. Awesome. Stelle dickes Haar aus roter Wolle her. Wow, sie sehen aus wie Ohren. Ein Synthetik-Pony verleiht dem Look etwas Stil. Betone die Ohren mit Kreide. Es wird Zeit, sich umzuziehen. Yes. Stelle eine Hose aus dehnbarem Stoff her. Probiere sie an. Sie passt. Wir haben ein grünes Shirt entworfen. Amazing. Ein tropisches Muster und eine lilane gestreifte Krawatte. Nick mag es nicht, wie die anderen auszusehen. Er kann den ganzen Tag lang in diesen Sneakers rumlaufen. Yes. Nick Wilde lebt alleine in einer kleinen Wohnung. Alles schaut normal aus. Aber als er aufstand und sich im Spiegel anschaute, war er geschockt. Warte mal, wann wurdest du zu einem Menschen? Okay, alles in Ordnung. Freunde, Ball, Skateboard, alles ist unter Kontrolle. Hey, was geht? Hi. Mein Freund, du wirst Millionen kriegen. Glaub uns einfach und du wirst in Geld schwimmen. Nick möchte reich sein, also hat er ja gesagt. Der Hase patrouilliert wieder auf der Straße. Oh, das ist nicht in Ordnung. Hier darf man nicht parken. Ich schreibe einen Strafzettel. Diese Mädels sollten nicht in dieser engen Straße fahren. Oh nein, mein Auto. Meins wurde auch verletzt. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Ein Unfall. Hopps hat ein Bußgeld für den Verkehrsverstoß verteilt. Oh, die Polizei schaut immer zu. Das macht keinen Sinn. Jetzt werden die Mädels vorsichtiger auf den Straßen sein. Knete etwas Modelliermasse, um leckeres Eis zu erhalten. Dieses Eis am Stiel sieht gut aus. Bärenglasur, lecker. Etwas Glitzer. Und der kalte Leckerbissen ist fertig. Nick hat ein riesiges Eis im Angebot gekauft. Wofür braucht er so viel? Komisch. Nice. Nick fängt mit seinem Plan an. Er hat das Eis geschmolzen und die Eimer gefüllt. Ha? Er hat kleine Portionen gemacht. Ich werde alles verkaufen. Süßigkeiten für 100 Dollar an Kinder zu verkaufen, das ist mal ein Betrug. Judy hat bemerkt, was los ist. Stop. Polizei! Die Kriminellen sind mit Geld weggerannt und haben dem Fuchs nichts da gelassen. Ich verschenke diese Süßigkeiten umsonst. Ich werde dich beobachten. Der Fuchs hat in die großen Augen des Hasen geguckt und Liebe gespürt.
Machen wir nun einen Schleim-Smoothie. Fülle die kleinen Flaschen. Strohhalme und Grün machen diesen Look sogar noch leckerer. Wow. Judy macht einen Karotten-Smoothie. Wo ist die Box mit den Karotten? Zuerst müssen wir sie waschen. Schneide sie in Scheiben und gebe alles in einen Mixer. Und jetzt müssen wir diese Mixtur in Flaschen geben. Etwas Grün und voilà, bon appétit. Mh, lecker. Der Hase und der Fuchs entspannen sich und genießen den Karotten-Smoothie. Jeder liebt diese leckere Leckerei. Ich wusste gar nicht, dass Karotten so lecker sein können. Jeder Polizist sollte einen Ausweis haben. Schneide rechteckige Stücke aus Schaumpapier aus und verbinde sie mit einem Band. Ein Zeichen mit einem Stern glänzt drin. Und ein Spezialagent-Abzeichen ist obendrauf. Nick hat aus seinen Fehlern gelernt und ist der Polizei beigetreten. Ich bin bereit, den Leuten von Zootopia zu dienen. Ich glaube an dich. Ich liebe deine Energie. Thank you. Schau, das ist die Umgebung, in der du patrouillieren musst. Yes. Denk dran, ein Abzeichen zu bekommen, ist eine Ehre. Aha. Das Laufrad bekommt ein neues Leben. Nehmen wir es ab. Stelle eine grüne Matratze her. Fülle sie mit Füllmaterial. An beiden Seiten befinden sich Satinbänder, um sie am Rand zu befestigen. Das Kissen braucht auch eine Karottenform. Auf einer Schaukel zu schaukeln macht so viel Spaß. Oh, ich bin so müde. Ich liebe meine Lieblingshängematte. Judy hat sich auf gemütliche Kissen gelegt und ihr Lieblingsbuch genommen. Der Hase hat so viel gelesen, dass sich seine Augen schlossen. Es wird Zeit für einen Mittagsschlaf. Benutze diesen Plastikdeckel als Linsen. Jetzt wird die Sonne kein Problem mehr darstellen. Poliere den Rand. Stelle ein Gestell aus Draht her. Nick ist so cool. Yes. Als der Fuchs ein echter Polizist wurde, hatte er ein Problem. Man kann keine Kriminellen jagen, wenn die Sonne direkt in die Augen scheint. Die Sonnenbrille ist wieder praktisch gewesen. Plus, er sieht damit super cool aus. Knete Modelliermasse zu Karotten. Sie sind so frisch und knusprig. Good job! Hier gibt es ganz viel davon. Sie reichen für einen Strauß. Unsere Blumenhändlerin hat sie in ein schönes Geschenkpapier aus geschichtetem Sisal eingepackt. Dekoriere sie mit Dill und wickle ein Band drum. Nick ist entschlossen, seinen Hasen glücklich zu machen. Aha. Hi, Schatz. Hallo. Wo warst du? Ich hatte ein paar Sachen zu erledigen. Überraschungen vorzubereiten braucht Zeit. Der Fuchs hat einen Karottenstrauß rausgeholt. Wow, das ist viel besser als Blumen. Ich weiß, was du magst. Stelle eine Popcornbox aus einer Papierschablone her. Ein Liebesanhänger, der so süß ist. Ist Nick wirklich so romantisch? Lege noch mehr Styroporteile rein und füge etwas leckere Gewürze hinzu. Auf dem Boden befindet sich ein Anhänger. Sie muss das ganze Popcorn aufessen, um die Überraschung zu finden. Aber wenn man eine coole Sendung schaut, dann geht das ganz schnell. Nick hat seinen Lieblingshasen eingeladen, um Gazelles Konzert zu gucken. Was für eine coole Show! Singen, tanzen, Lichter! Yay! Warte auf mich, ich komme gleich zurück! Aha. Der Fuchs ist mit einer Popcornbox zurückgekommen. Danke, dass du sie für mich geholt hast. Aber die Überraschung ist ganz unten versteckt. Sweet! Judy liebt sie. Oh, das war so süß. Das Paar hatte so eine schöne Zeit zusammen. Juweliere, ihr habt einen Job zu erledigen. Stellt Ringe her. Dekoriere Springringe mit einer Karotte und Eis. Lege sie in eine herzförmige Box. Oh, alle warten schon auf die Hochzeit. Endlich ist ihr besonderer Tag gekommen. Judy und Nick haben sich entschlossen zu heiraten. Sie haben ihre Ehegelübde ausgetauscht und versprochen, sich zu Hause und bei der Arbeit zu lieben und zu schützen. Das Paar hat die Ringe ausgetauscht. Ah, lasst uns unseren frisch Verheirateten gratulieren. Das Ende.